bist. Yeah. Unwichtige Systeme eventuell inoperabel. Ach Gott, was ist das denn? Das ist ein Befall. Übrigens ist der zweite Teil der Bonusmission Töte 40 von denen. Das ist mal was ganz anderes. Das ist schon relativ cool, die überall so reinkommen. Zusätzliche Sicherheitskräfte im Frachtbereich für Eindämmungsmaßnahmen erforderlich. Bitte reagieren. Das ist ein bisschen zu gut. Also mit Star Wars und Frapstar. Hier, stopp. Meucheln und Morgen. Kann mich irgendjemand hören? Hier spricht der Maschinenraum. Wir haben einen Notfall. Bitte melden. Die Droiden haben uns aus der Steuerzentrale ausgesperrt. Sie sabotieren den Antrieb. Auf den Sack, sag ich da. Scheiße, wir hätten mal warten sollen. Mit dem. So, sehr gut, mein Begleiter steht bloß rum und macht nichts. Noch mehr Droiden! Sie brechen durch! Lieutenant Silas. Wenn ihr das hören könnt, kehrt bitte zur Brücke zurück. Wir brauchen euch. Hilft mir mal jemand! So, alles tot? Alles tot. Das ist wohl für dich, ja? Oder? Ja, das brauche ich nicht. Ich hätte dich geschlagen. Ich wäre sofort genieft. Ding heißt ja auch schon des Agenten, also was soll für ein Agenten sein? Geh direkt zur Brücke wahrscheinlich nicht, oder? Was? Ach so, das ist ein Heildings. Du kannst da uns zum Dritten rufen. Das kann der Club der Saboteur ganz gut. Die Mission ist deutlich kürzer und knackiger, finde ich, als die von den Jedis. Überragend.
Schadensberichte von allen Decks. Noch halten wir uns, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Haltet weiter durch, Fähnrich. Euer Leben und eure Karriere hängen davon ab. Unmotiviert. Alarmbereitschaft. Großmoff Killruns Abgeordnete sind zurück. Glückwunsch. Die Sicherheit berichtet, dass die Sabotagedroiden zerstört wurden. Wie sieht es aus? Sie tötet uns nicht. Schweigt, Fähnrich. Das oder ich ist werde euch eindeutig töten. Ein Imperialer, Fähnrich. Wir haben die äußeren Verteidigungen der Brentals da durchdrungen. Der nächste Angriff kommt erst, wenn wir auf Jägerentfernung sind. In 1 bis 2 Minuten. Eine Übertragung. Langstrecke. Es ist eine Nachricht. Aber sie kommt nicht von der Brentals Star. Bitte durchstellen, Fähnrich. Hier spricht Jedi-Großmeisterin Satil Shan an das nicht identifizierte imperiale Raumschiff. Ich bin mit der Republik auf dem Weg zu euch. Ich rate euch, euch zurückzuziehen. Ich glaube, das ist wohl noch mehr mit dem Intro. Leben bezahlen. Es ist mir eine Ehre. Jetzt haben wir auf die zu ehren. Lasst uns diesen Konflikt gemeinsam lösen. Die Brental Star steht unter meinem Schutz. Mein Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten und ich schickte dann die Star voraus. Wir stoßen wieder zusammen. Ich habe gerade erst 3 imperiale Schlachtschiffe vernichtet. Ich möchte euch nicht töten. Der Frieden zwischen der Republik und dem Imperium ist zerbrechlich. Ist der Frieden? Sagt der Brental Star, dass sie den General ausliefern soll. Niemand muss verletzt werden. Der General hat eine Aufgabe innerhalb der Republik. Solche Vorfälle ereignen sich in der ganzen Galaxis, aber nur, wenn wir es zulassen. Überlasst mir die Brental Star. Falls nicht, dann möge die Macht mit euch sein, denn die Männer und Frauen an Bord werden euch in Schach halten, bis wir eintreffen. Und ihr werdet besiegt. Auf den Sack, Alter! Das werden wir noch sehen. Übertragung beenden. Bestätigt. Beende die Übertragung. Sind auf Jägerentfernung. Die Brental Star startet die erste Staffel. In Ordnung. Wir sind nah genug, um ein Überfallkommando zu entsenden. Ich denke, ihr geht selber. Gibt es einen Grund, dass eure Marines das nicht schaffen? Es sind einfach nicht genug. Zusätzlich wurde die Hälfte beim Droidenangriff verletzt. Und wir mussten noch 12 erschießen, weil sie nicht kämpfen wollten. Sie hatten Panik mit dem, was mit dem Captain geschehen war. Tot sind wir jetzt trotzdem. Wir haben ihre Ausrüstung geborgen. Sie gehört euch. Wir geben unser Bestes, um euch zu dienen. Das schwöre ich. Verdammt. Ihr habt euch bislang jetzt tapfer geschlagen. Jetzt hatte ich Idiot gewählt. Weiter so. Und alles wird gut. Ignoriert ihn. Ich hoffe, ich werde dafür Sorge tragen, dass ihr euch künftig keinen Ärger macht. Ich rate Ihnen, dass Sie zur Fährenrampe gehen. Der Flug zur Brentine Star könnte gefährlich werden. Aber Großmoff Killruns hat vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Ja, wir sind ja auch die allercoolsten. Du hast ja die Fähigkeiten gar nicht mitgenommen. Ja, die Kiste hier meine ich natürlich. Ja, das wohl. Naja, wo die das die Ausrüstung. Oh nein, da zocken wir echt noch. Starcraft. Starcraft. So, wo ist. Nein, Starcraft. Ah, Starcraft, sehr gut. Nein, los, sind noch eine Runde läuft. Nein. Los, eine Runde läuft, sonst komme ich nicht mit auf die LAN. Wir haben gerade schon ultra gewonnen in die Rolle. Auf die LAN. Was habt ihr schon läuft gemacht vorhin? Ja, mal ultra gewonnen haben wir da. Jetzt Ruhe, wer ist Ruhe, Ernst, ich komme nicht mit auf die LAN. Du kommst eh mit, viel zu geizig und dein, du hast schon bezahlt. Die kann ich mir noch zurückholen, die Überweisung, die ist ja nicht rausgegangen. Ich muss bloß noch meinen Kollegen bezahlen und dann komme ich zum Plätze besser. Oh, der kommt auch mit. Bitte? Da komme ich nicht mit. Kenn die doch nicht. Nice, heiße Chicks. Na, es war einer und irgend so ein alter 48-jähriger Sack. Ich hatte heiße Töchter. Nein, leider kein Stück, der auf eine LAN geht. Janina sagt, wir dürfen nie fahren. Bin ich gut. Los, weg hier!
Warum kommt denn der jetzt mit, der komische Kollege da? Weil ich den nicht kenne. Nein, ist er nicht. Der ist alt und komisch. Was? Wer will meine Kanone sehen? Ach, sehen, wie wollen wir denn dann CS 2 gegen 2 machen, wenn der dabei ist? Wollte ich mal schon das Desktop-Hintergrund machen, wenn wir da mit unserem fetten Pokal posen und so. Musst du natürlich noch trainieren, Hase. Dann musst du Training einberufen und die ganzen. Die haben wir so drauf. So wie Rampe. Ja, allein bei mir dazu nicht. Na, aber hart, aber du zockst alle Dinger mit mir. Nee, wenn du. Ich komm nicht mit, wenn du dich mit dem informierst und Tour anfängst. Komplett auf Ja, das ist ja one-on-one, da würde ich dich so fertig machen. Und Florin weiß, dass ich dich fertig machen würde. Ja, super. Florin, komm mal mit auf die LAN. Nein. Jetzt, wenn ich weiß, dass da noch jemand mitkommt, den ich nicht kenne, dann bin ich ja froh, dass ich noch nicht zugesagt habe. Siehst du, toll, hart, dass du so gemacht hast, vor dem Florin vertraut. Ich komme auch nicht mehr mit. Also dem anderen. So ein Quatsch. Los, Florin, sag zu. Ich will keinen Freund, den ich nicht kenne, dabei haben. Der raubt uns aus. Warum hast du den denn gefragt, Hase? Weil das sollte ein Ding zwischen uns beiden werden. Den hatte ich schon vorher gefragt. Nein, ist er nicht. Das Aha, weil also war ich nur zweite Wahl. So kommt es raus. Ey, ich glaube, ich komme echt nicht mehr mit. So, jetzt hast du es dir verbockt. Nein, kein Bock mehr. Ja, wirklich. Absolut korrekt. Und der Nein, ist schon über 40, weil du bist Geld, aber du musst ihm was ausgeben. Ja, du musst das ist also der eigentliche Plan. Was anderes gibt's im Hasen nämlich. Da, die Kästen Bier und so sind gesichert. Was sagst du? Warum? Zum Angriff! Irgendwann erwischt es ihn. Deine Mutter haben sie schlecht bewertet. Jetzt komm mit, nicht mit mir. Ich brauche ja, ich muss ja jemanden, der Sprit bezahlt. Ja, jetzt musst du selber Sprit bezahlen. Nein. Dann müsste ich weniger bezahlen, wenn der mitkommt, fällt mir gerade auf. Nein, jetzt rechne ich jetzt genau aus und dann sag ich dir, wie viel ich dir zahle. Du zahlst das, was ich sage. So, guck ihr Mess. Dann fahre ich dich mit. Ich verstehe dich nicht, dass du ein bisschen allgemein bist. Was hast du von mir gesagt? Jetzt sag's. Yep, der Carsten ist ganz schön geizig, zahl er wieder mit Sinan zusammen ist. Ja. Der Hase ist schon immer gar nicht gewesen, hat keine Rolle gespielt, mit wem er zusammen war. Ja, aber nur wenn es um dich geht, aber nicht wenn es um andere Leute geht.